Ich könnte. Oh, ich könnte nochmal Katana herstellen und gucken, was es bringt, Alter. Komm. Ja, ich habe mir jetzt genug Stuff. Gönn mal. Komm, gönn. Gönn. Komm, mach. Bitte, bitte, lass das Ding gut sein. 314! Das ist 100 besser! Was? Ich habe einfach eine Katana hergestellt. Das hat 314, Alter. Digga, das hat einfach 100 mehr als die Lanze, die ich davor hatte. Aber ich muss das reparieren. Rüstung. Jo, Alter. So. Ja, das passt. Was kann ich mit dir machen? Gar nichts, oder? Wie bekomme ich diesen Gegenstand? Ich weiß es auch nicht, Digga. Was ist das eigentlich? Das ist die alte. Die auch schon mal. Die habe ich schon auf Level 12. Aber bei ihr kriegst du auch, glaube ich, das Stuff nicht ran. Warte mal, verzaubern? Zu erzaubernde Eigenschaften. Kette Schaden. Es kann lediglich eine Eigenschaft pro Gegenstand verzaubert werden. Ach so, okay. Okay. Ich trotzdem, ja. Kälte Schaden, Intelligenz. Und? Dann machen wir das. Fuck, Alter. Ja, Stefan, klar, ich hat, wie viel Rüstung hat dein Schild? Warte mal, Rüstung? Achso, 413. Hier hat ein Händler hinten ein 500er Schild. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich mal was kaufen soll, Digga. Ist es Gold? Nein, ich weiß jetzt nicht, ob. Ja, ist Gold. Ich weiß aber nicht, ob du es auch kaufen kannst. 507er kann ich mir holen. Ritterstolz. Ja, genau. Wie teuer ist das Ding? 8000? Ja, nehm ich mit, Digga. Ja, nehm ich auch mit. Okay, der Rest ist nicht so gut. So, rüste ich ganz kurz den Scheiß aus, den ich gekauft habe. Hier. Ausrüstung. Oh, Mann, ey, so. So, jetzt bin ich noch heftiger. Jetzt habe ich. Nee, jetzt bin ich wieder weniger. Ach, scheiß drauf. So, von mir aus können wir gleich weitermachen. Bei mir noch nicht. Was ist eigentlich tut beim Herz? So, ich bin durch. Ich bin komplett fertig jetzt. Was ist denn dieses Drecksherz? Alter. Was für ein Herz, Alter? Oh, ich hab keinen Plan, was Anderman meint. Ich auch nicht. Oh, ich hab Buben, du grüßt sein. Tag 9. Der junge Kommandant Calderos glaubt, dass die dämonische Geißel vor einer Darbietung rechtschaffener Stärke die Flucht ergreifen wird. Er hat vor, morgen einen Angriff von unseren Befestigungen auszuführen. Calderos kann gerne diesen Selbstmord durch Dummheit begehen, aber ich will verdammt sein, wenn ich meine Jungs mit ihm ziehen lasse. Okay, cool. Können wir weitermachen? Ja. Nee, ich muss noch was machen. Boah, Alter, wie lange brauchst du, Junge? Alle Menschen sind schon gegangen. Alle Menschen schon gegangen. Ja. Na, scheiß drauf, ich geh hinterher. Scheiß drauf, einfach. Ja, glaubst du, ich stehe mich da mal hin? War die ganze Zeit, Alter? Ja. Du schaffst das schon, Stefan. Ja, aber mir ist langweilig. Ich will auch mit drauf. Was ist das denn? So, wir müssen hier hinten lang. Ganz schön das easy, kannst du nicht da ausdenken. Oh, Junge, so. Alter. So. Ich bin einfach zu OP. So, was haben wir hier? Stabiles Fass, Digga. Stabil, Bruder. Stabil. Hauptsache, Digga, ich wollte gerade aufs Klo gehen, Digga. Sag, geht einfach beide weiter. Ja, tschüss, gehen wir weiter, Digga. Kannst du aufs Klo gehen, wenn du willst. Ja, sollen wir, oh, 50 Jahre auf die warten, Digga? Und die ganze Zeit scheißen musst, Alter? Nein, da ist ein Boom. Scheiße. Ach, nee. Bitte ruhig sein. Ich hatte das Glück, während meines Lebens viel über die komplizierte Geschichte der Barbaren herausfinden zu können. Doch der Ursprung dieser großen, mächtigen Krieger liegt weitestgehend im Dunkeln. Die Legende besagt, dass sie Nachkommen von Bulkatos sind, einem Urahnen, der ihre Ideale von Stärke, Tapferkeit und Mut verkörperte. Okay, ist zu Ende. Nice, Gott sei Dank. Ja, was ist mit dir, Digga? Immer diese Bücher. Ja, und ist doch mega nice, Digga. Du bist doch jedes Buch vor in Skyrim, weißt? Ja, wahrscheinlich, Digga.
liest jedes Buch und sammelst jedes Buch. Wahrscheinlich, Digga. Weißt du, hier werden die Bücher vorgelesen, Alter. Gesammelt. Ja, aber nicht für mich gelesen, Digga. Na, sicher nicht. Kann es sein, dass es bei mir weitergeht oder geht's bei euch weiter? Ich habe hier ganz viele Gegner bei mir. Keine Ahnung. Auf 50, nice. Stefan, töte sie. Ja, es sind halt kleine Gegner bei mir. Bei mir ist ein blauer. Warum ist das so eine Elektrokugel, die hier rumfliegen bei mir, Alter? Ja, wegen einem blauen Gegner. Okay. Oh, haha. Ah, hier ist der Gegner. Oh, cool. Guck mal, meine Lehmann, Digga. Die runter hoch, runter und hoch, runter und hoch, runter und hoch, Junge. Hm. Richtige Karussellfahrt. Ich mal. Cool. Stabiles Fass. Hm, nice, Digga. Puh. Stabil. Stabil, ja. Ach, jetzt kommt die Digga schon wieder, Alter. Seelenreiz. Kannst du ja nicht drauf. Junge, kannst du aufhören, diesen einen Satz die ganze Zeit mal wieder zu sagen, Junge? Das ist ein Insider. Das ist kein Insider, ist einfach nur nervig. Ja, der Insider interessiert keinen. Nee, es ist halt immer nur, es ist am Ende des Tages immer nur das Gleiche, Digga. Kann man sich ja nicht ausdenken, Digga. Immer wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Oh, das sind, oh, das sind Schuhe, Digga. Ein paar Sneakers sind hier hinten. Heftig, Digga. Normalen Zuflucht, krass, Digga, krass. Ich hab mal, schau dir mal meine Rüstung jetzt mal an. Nee. Kein Bock. Ich sehe, du hast coole Platten und so. Alles cool, Digga. Das ist nicht Fashion Souls hier, Alter, wie ein Dark Souls, wo du die ganze Zeit einfach nur Kleidung anziehst, weil sie schön aussieht am Ende. Oh, was haben wir hier oben? In Sekiro gibt's gar keine Kleidung, oder? Nö. Da bist du einfach nur nackt. Du rennst einfach mit demselben Klamotten die ganze Zeit rum, ne? Ja. Brauchst du keine Upgrade in diesem Spiel. Ist ja so leicht. Also was du freischaltest, sind neue Fähigkeiten. Oh, bei mir ist ein goldener Gegner. Bei mir ist auch einer. Der stirbt einfach nicht. Ja, aber du zuckst scheiße bist einfach, Digga. Digga, der vergiftet mich, aber ich sterb auch nicht. Aber ich auch nicht. Pan, der Gierige. Alles klar. Digga, wieso sterben die Viecher hier nicht, Alter? Jetzt. Hier. Let's go. Digga, diese Viecher sterben bei mir einfach nicht. Das heißt, du bist fast tot, ja, Alter. So viel aus. Geh hinter mir einmal. Bleib einfach stehen, Digga. Bleib einfach weg. Bleib einfach in meiner Nähe und schieß drauf. Ja, bin down. Okay. Was? Digga, du kannst so schnell wegrennen, Alter. Nur Geduld. Ne. Oh, du weißt schon, dass du so eine Heilflasche hast, ne, wenn es knapp wird. Du musst dich gerade schon zum zweiten Mal einsetzen. Krass. Krass, Alter. Krass einfach, Digga. Wie du einfach diesen Struggle hast, Alter. Krass, Digga. Ich bin komplett woanders. Das ist schön für dich. Noch nicht bereit. Junge, renn nicht weg, Alter. Bleib doch mal drinnen stehen, Junge. Wie ist der? Raschkowski, Alter? Raschkowski, Digga. Digga, ich seh den Gegner nicht mal mehr, Alter, weil der irgendwo hinter. Hey, hockt. Renn doch nicht die ganze Zeit weg, Alter, ist nervt, Bruder. Weiß eigentlich irgendeiner, wo wir lang müssen? Irgendwie ist es ziemlich durcheinander hier. Bei mir. Digga, bei uns geht's aber auch unendlich weiter. Also, ich hab keine Ahnung, wo wir lang müssen. Gefühlt geht es aber unendlich weiter einfach. Oh, Leute, bei uns ist Ausrufezeichen. Das ist richtig. Ja, bei uns. Scheiße. Es ist gut, dass ihr gekommen seid. Unsere Jungs kämpfen muss mit Kriegen, die nur noch durch Bindfäden mit ihren Waffen verbunden sind. Sie brauchen bessere Waffen, wenn wir das überleben wollen. Gebt mir Deckung, während ich arbeite. Voll völlig alle Mann sagt, bei ihm geht's weiter, Jungs. Einfach nur im Kreis gerannt da unten, Alter. Das liegt doch nicht. Guck auf die Karte, Digga. Kannst du genau sehen, dass du gerade im Kreis gerannt bist, Digga. Ich hab sie schon auf die Karte. Ja, natürlich. Wie ein richtiger Mann, Digga. Bleibt an meiner Seite. Ja, keine Pussy, so. Was hat Intelligenzspiel mit Pussy-Seil zu tun, Digga? Was hat Intelligenz mit anderen zu tun?
Warum schmiedet er jetzt gerade was, Digga? Hat er irgendwie was? Hab ich nicht gerade nicht aufgepasst? Ja, hier ist wieder so ein goldener Gegner, Alter. Na, egal. Der haut wenigstens nicht ab, Digga. Der kämpft einfach gegen mich, Digga. Hier. Endlich bin ich bei euch. So. Alter, wie sehr mich das gerade ankotzt, Alter. Jetzt kommen alle mehr seine Skelette, die gegen die anderen Skelette kämpfen, Digga. Warum auch immer. Na, weiß ich auch nicht. Let's go. Armes Ding, Alter. Armes Ding, jeder Gegner ist ein armes Ding. Komisch, zufällig hat er genauso lange für seinen Schmieden gebraucht, wie wir zum Töten des Gegners. Merkwürdig, Digga. Hm. Oh, guck mal, hier oben geht's. Gar nicht gescriptet. Ah. So. Zufall, Alter. Ja, einfach Zufall. Das ist jedes Mal. Yeah. Ebene 2. Nein, es geht weiter. Ich freue mich schon auf den Kampf. Oh, nochmal, geht er hin. Stich, Digga. Weg mit dir. Gib Stich. Wie viele Kapitel gab es? 4 gab es, ne? 4, ja. Ja, also eigentlich schon zur Hälfte durch, oder was? Ja, ja. Crazy, Digga. Crazy. Aber mit der Hauptstory. Ja, danach kommt ja nur noch der endlose Grind. Nee, dann kommt die andere Story noch. Ja, Reaper of Souls. Stimmt. Ja, stimmt. Die kommt auch noch. Ich glaube nicht, dass sie lange geht, oder? Die geht so lang. Wie so lange geht, Digga. Wahrscheinlich. Geht doppelt so lang wie dich hier. Wie das denn? Fuck. Einfach rausgehauen, dass die doppelt so lang ist ins Hauptspiel. Länger als wenn du Terraria 100% spielst. Level 45 erreicht, Alter, du bist immer noch Level 44, Digga. Warum so langsam, Digga, was Level angeht? Alter, warum so lange? Ja, ich bin nicht gleich Level. Nein, sorry. Digga, du bist immer noch nicht Level ab, Junge. Was ist denn da los? Autobeat, Diablo 3. Autobeat. Oh, Long to Beat, Mann. Naja, ich weiß. Autobeat. Eigentlich ich glaube, ich muss mir echt einen Guide ansehen, weil Diablo 3 das Spiel ist mal zu schwierig. Ja, muss ich auch, Digga. Willst du starten mal neu mit einem anderen Charakter, Alter? Ich hab mal falsch gelevelt, null. Ja, komplett. Ah, hier geht's gar nicht weiter. Ja, auch gegen die Wand gelaufen. Ich bin gegen die Wand gelaufen, du bist gelaufen. Ich bin umgedreht. Ey, ich sehe hier gar nicht mehr durch, ne? Mit deinen Skeletten, diesen Skeletten, die ganzen Partikeleffekten, Alter, ich hab keine Ahnung, was hier abgeht, ne? Ich drück nur A. Einfach nur A drücken. A, B, einfach A for the win, Digga. A, B, A, B. So, dann diese Woche mal, dann einmal Y, dann X. So, mein Laserstrahl, der verdammt noch auch nochmal irgendwas weg da unten. Oh, da ist ein Hammer für mich. Nehm ich mit. Großer Malmer. Hm. Cool. Leise sein, bei mir ist ein Buch. Deine Fresse. Wo ist bei dir ein Buch, Alter? Ja, Spaß, er kommt gleich zurück. Digga, ich will das Buch. Digga, wenn Bücher da sind, will ich die Bücher hören, Alter. The fuck? Story und so ein Shit. Bücher sind zum Lesen da. Digga, ich hatte aber die Bücher, Junge. Ich weiß gar nicht, was du gegen die Bücher hast, Junge. Bücher sind mega nice. Ich zieh mal kurz durch. Ja, Digga, das sind Hörbücher, du brauchst einfach nur stehen und dir die Dinger anhören. Also mehr ist es halt echt nicht, Junge. Das kannst du gegen diese Bücher haben. Nur Geduld. Oh Mann. Ist hier noch irgendwas gedroppt? Nö. Nö. Boah, wie viel hält der aus? Bollwerk-Dämon, oh. Alter. Ja, guck mal, der hält doch nichts aus. Oh, Buch bei mir, begrüßt sein. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass ein hoher Geistlicher der Zakarum, Akan, die Verderbnis zu spüren begann, die am Herzen seines Glaubens fraß. Er wusste, dass sie mit der Zeit seine geliebte Kirche zerstören würde und dass er handeln musste. Nach langem Beten kam Akan die Idee eines Kreuzritterordens. Die Kraft verlässt mich. Ich bin gerade irgendwie explodiert und meine Leben sind weg gewesen, Alter. Was habe ich gerade nicht aufgepasst? Sag mal bei mir das Buch zu Ende. Ja, ich will schon fast denken, auf dem Moment, wo du wieder angefangen hast zu reden. Wow, Digga, du denkst mit, krass.
Was macht ihr denn? Da waren wir doch schon. Ah, nee, hä, bei euch geht's auch weiter? Nein. Bei mir geht's auch weiter. Assassine, tust du irgendwas? Tust du irgendwas? Er steht einfach nur da und macht gar nichts, weißt du? Digga, hauptsächlich, ich stehe eine Sekunde rum, um ins kurze Inventar reinzugehen. Also, machst du überhaupt irgendwas? Ich glaube, bei mir geht's weiter. Bei mir ist so ein Lebentopf gewesen, Digga, zum Heilen. Oh. Ja, und was ist da bei mir? Keine Ahnung. Kiste vielleicht irgendwann am Ende? XP. Stimmt, das ist nur wohl die Kiste. Einfach da cool. Ist keine Kiste. Oh, da ist ein Gegner verloren. Ich wette mit dir, da ist keine Kiste. Wie viel Damage mache ich jetzt eigentlich? 3500 mache ich wieder. Meist, Digga. Ja, ich werde nur immer vergiftet, aber ich bekomme keinen Schaden. Interessant. Nee. Boah, neue Hose. Oh mein Gott! Oh, neue Sneaker, Digga! Heftig nehme ich mit. Nee, obwohl. Das Ding hat mehr Damage. Und mehr Rüstung. Holy shit, nehme ich. Boah. Aber ich bekomme diesen Gegner nicht tot. Ich bin jetzt noch besser equipped, Digga, immer jetzt. Jetzt übelst den Damage. Zumindest für meine Verhältnisse. Ah, fett. Ich sehe ich. Alter, bist du immer noch da hinten, Alter? Ich dachte, du kommst rüber. Digga, ich töte noch immer diesen Gegner. What the fuck? Wie viel hält der aus? Alter, wenn ich rüber. Aber jetzt stirbt. Ich möchte nur an meinen ganzen Mann vom Projekt erinnern. Ich bin einfach der Heftigste, ich bin unbesiegbar. So, ich mach alle One-Hit. Ey, wir wollten diesen Schwierigkeitsgrad, okay? Jetzt haben wir ihn. Noch so. Nicht. Oh, da ist ein Buch. Nein. Einfach nur stehen und drauf prügeln, Digga. Einfach nur drauf kloppen. 210, okay. Sehr leise, bei mir. Ich hab grad ein Buch gelesen. Digga, du hörst eh nichts, Junge. Warum soll ich leise sein? Ja. Du hörst es eh nicht. Warum zur Hölle? Gib mir einen Grund, warum ich ruhig sein sollte, wenn bei dir ein Buch gelesen wird, was du selber nicht mal hörst. Leise, Mann. Digga, man hört das Buch bei dir nicht, Digga. Du hörst nicht mal das Buch. Doch, ich höre es. Nee, du hörst ja, nichts, Alter. Ja, jetzt habe ich es nicht gehört irgendwie. Digga, du hörst nichts, Junge. Du spielst ohne Ingame-Sound. Was laberst du, Alter? Diese Gegner halten so viel aus. Komm, wir sind gleich da bei ihm. Heute. Meine Stimme, Alter, heute. Moin, Schatz. Aber der hält doch nichts aus, Digga. Na, Edi. Easy, guck hier, komm nicht da, Digga, 2 Sekunden tot. Also ein Buch. Da ist echt ein Buch, beruhig sein. Die Kinder von Vulkatos ließen sich in den nördlichen Steppen nieder. Einem Gebiet, das man heute das Reich des Schreckens nennt. Ihre Kultur war nomadisch geprägt und sie lebten in Stämmen. Allerdings gab es auch feste Siedlungen wie Secheron und Harrogard. Eine Gruppe ehemaliger Krieger, von allen verehrt und zum Ältestenrat ernannt, herrschte über diese Barbaren. Okay, cool. Auf da! Aber die hat jetzt extrem viel los. Ja, es gibt halt immer so eine Bosse, die haben auf einmal wenig Damage, aber eine Menge Leben. Das ist gerade, glaube ich, so eine. Ich zieh mal kurz durch. So. Nur leicht. Digga, wie ich diese Pferdfähigkeit auch nur nutze, um wegzukommen, ne? Einfach nur ein bisschen Speed einfach aufzubauen. So, drauf. Verbrennt im Licht. Nice. Oh, da kommt mehr Gegner. Ich find's geil, dass ich mit meinem Schlag Flächenschaden mache und alle anhitte. Macht zwar nicht viel Damage, aber ich hitte wenigstens alle. Wie lange zockt man eigentlich schon Diablo? Keine Plan, weiß es ich. Hab mir auf die Uhr geguckt. Ich glaub, 1 Stunde, ne? Oder? Nee, länger schon. 1 Stunde und 10 Minuten, Digga. 1 Stunde, 11 Minuten, 52 Sekunden. Leute, das... Ey, ist das so ein Half-Life-Ding hier, Alter? Sind das diese komischen Dinger aus Half-Life hier? Ist das so ähnlich, nur andere Farbe? Ja, jetzt ist die spawned, okay. Mach wieder Fleisch. Warum? Dauert das zu lange, oder was? Ja.
Ich bekomme halt gar keinen Schaden, aber wir haben so viel Leben. Ja. Das hat der höchste Schwierigkeitsgrad. Aber eigentlich soll es auch besseren Loot hier geben, ne? Oha, was ist das für eine Kiste? Ewig kriege ich davon nichts mit. Lol, ist die riesig. Ja, ja, ja. Verfluchte Ruhe. Oh, jetzt kommen wieder Gegner. Gut gemacht, Underman. Ne, Entschuldigung, Alter. Oh, wir müssen jetzt in der verbliebenen Zeit 5 Wellen umbringen. Das ist verschlossen. Also, ich gebe mal ein bisschen Gas, wir müssen die ganz schnell umbringen. Ich glaube, je mehr Wellen wir schaffen, desto heftiger ist der Loot da drin. Zwei von. Okay. Wie soll man das schaffen? Ja, einfach nur draufknüppeln, Digga. Du musst eigentlich mitten rein, Alter. Du musst weggehen sollen. Digga, was sollst du, was ich hier mache, Alter? Scheiße. Boah, Junge, sind hier viele. Ey, wie soll man das in der Zeit schaffen, Alter? 46, let's go. Alter, bin auch schon Level 46 erreicht, Digga. Mensch. So, sie kiss jetzt auf. Es lässt sich nicht öffnen. Nein, nein, wir schaffen es. Wir müssen es aber genau. Ja, ey, da oben war doch irgendwas mit verbliebener Zeit, oder nicht? Ich dachte, die abgelaufen ist, ja, sind durch, also. Ist egal. Das haben sie einfach auf Spaß gemacht und die Absicht. Aus Langeweile einfach mal kurz Balken rein, ja, gerade. Die dachten sich einfach, hey, diese leere Stelle, können Balken hin, Digga. Ja. Haben den reingesetzt. Da gehört einfach so ein Sad-Balken. Ja, einfach komplett unnötiger. Noch nicht bereit. So, einmal kurz alles anfackeln hier. Das sind viele. Geh weg hier von der scheiß Kiste, Alter. Ich kann die nicht öffnen. Ich benötige mehr Zorn. Ja. Die Probleme. Viel zu wenig. Ey, wie viel Gegner haben wir hier weggeschreddert, Alter? Das können doch nicht nur 54 oder 55 jetzt gewesen sein, Alter. Na komm, jetzt. Mach auf. Naja, Digga. Naja, hat sich nicht unbedingt gelohnt, Digga. Tatsächlich hat es jetzt kein bisschen gelohnt. Also, was ich da rausbekommen habe, war nur Müll, Digga. Wieso? Alter, wie viel Verteidigung hast du jetzt? 103.000. Ich hab 113.000. Schön. Oh, bei mir ist ein Buch, beruhigt sein. Diener, die Menschen glauben tatsächlich, dass sie sich hinter ihren lächerlichen Mauern verbergen können. Doch bis jetzt haben sie erst einen Vorgeschmack auf die ganze Macht unserer höllischen Streitkräfte bekommen. Wir werden sie in einer Flut der Sünde ertränken. Noch ist das Mädchen schwach und ihre Heldin wird nicht damit rechnen, dass wir von unten angreifen. Lass die gefräßige Bestie los. Ihr seid zu spät. Mein Diener ist bereits in eure Festung eingedrungen. Und sein Appetit ist riesengroß. Er wird eure Leiche und die eurer Freunde verschlingen. Cool, sorry, Bro. Die Barbaren haben ihr Land im Norden stets gegen Eindringlinge verteidigt. Sie glauben, dass es ihre heilige Pflicht ist, den Ariad und den Weltenstein darin vor der Außenwelt zu schützen. Ihre Kampfeskraft und Entschlossenheit wurden von den Soldaten der Westmark leider mit Blutgier und Grausamkeit verwechselt. Okay, bei mir ist zu Ende. Alter, das pusht doch eigentlich so heftig schwer durch, Alter. Naja, da war wieder ein Hologramm. Ja, ach nee, das haben wir nicht mitgekriegt, Digga. Der hat gesagt, dein Diener ist schon in unserer Festung drin, ja, und er, ja, wird sie alle verschlingen. Weiß ich. Na, best. Ah, oh, weißt du. Ja, weil ich das gehört hab, Digga. Weil wir nur noch im selben Gebiet waren. Weißt du, auf einmal. Ja, ist ja cool, wenn du nicht immer so pushen würdest, ja, für so ein Dulli, Alter. Wenn es so lange braucht. Digga, jetzt hältst du wahrscheinlich. Ach, guck mal, guck, jetzt ist auch da. Das heißt, wenn wir so lange brauchen, Digga, wir hören uns halt gerne mal diese Hörbücher an. Wegen Lore und Story und so ein Shit, Alter. Es gibt keine Story in Diablo. Nee, Digga. Was wir jetzt hier gerade spielen, ist alles nur Arcade. Ist einfach nur, ja, Survival-Modus wie in Minecraft, Junge. Ja. Na, Minecraft hat auch eine Story.
Ah, ich hab ein Buch gefunden bei mir. Nice, hab ich gleich an. Ah, hör ich jetzt nice. An. Beruhigst du eigentlich ein Buch? Vor 20 Jahren wurde Baal auf die Welt losgelassen. Er belagerte Sescheron, die Hauptstadt der Barbaren. Durch Hinterlist gelang es ihm, in die Kammer des Weltensteins vorzudringen und die drei Urahnen, Talik, Madak und Korlik, zu umgehen. Schließlich gelang es ihm, dieses wichtige Artefakt zu verderben. Zwar wurde Baal von Helden getötet, aber der Schaden ließ sich nicht mehr rückgängig machen. Okay, so, bei mir ist zu Ende. Sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg? Ja. Ja gut, hier ist so komische Ich komm nicht durch wegen den Gegner. Ich kann nicht durch wegen dem fetten Arsch, Alter. So. Ja, ich habe wenigstens einen geilen Arsch. Naja, Digga, fett ist nicht gleich geil, ne? Also, Bruder, hä? Schwierig. Bisschen. Na, nee, Digga, nee. Doch? Nee. Doch.